Also wir haben ja die meisten mittlerweile zugewiesen. Der Animal. Ja, hier. Was kann der noch? Bone Doctor, Surturer, Wooddresser, Diagnose. Okay, du bist jetzt unser Doc. Easily stressed ist wiederum nicht so gut. Nobles Menü. Chief Medical Dwarf. Doktor. So. Ganz ehrlich, du bist unser Messenger. Jetzt einfach mal. Da hast du nämlich auch einen Job. Irgendwann brauchen wir auch noch einen Sheriff. So, lassen wir mal weiterlaufen, dass die Räume da fertig werden. Wie viele Stones haben wir jetzt eigentlich? Zwei. Dwarf and Child, das spielt im Stockpile. So, fangen wir schon mal an, Betten zu platzieren. Genauso Türen. So, und dann geht's gleich daran weiter, hier drüben das Engraving zu machen. So. Petition? The Communion of Sheens has many worshippers in the Armor of Brothers. And now requires a temple and priest. The location must be built and furnished with the new position appointed by you. Do you approve this request? Ja, approven wir mal. Kann ich die jetzt auch irgendwo einsehen? Ja, einen Dungeon brauchen wir auch irgendwann mal. Intelligence. Objects. Ach ja, das sind unsere Artefakte.
Nobles and Administration. Dem haben wir aber schon was. Ja, dem haben wir was zugewiesen, aber im Augenblick wird da halt nichts produziert. Wie sehen so unsere Seeds aus? Pigtail, White Millet. Na, wir haben so Seeds, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Glaubenssamen und so weiter. Mir fällt da gerade sowas ein. Also nicht hier, sondern Küche. Okay, Plump Helmets werden nicht verkocht. Caveweed wird auch nicht verkocht. Gut. Da ist irgendwie die Tür ausgeblieben. So. Fangen wir mal an. Die Koffer, die ich falsch gebaut habe, zu platzieren. Hier in den Räumlichkeiten. Dann kommen die nämlich auch mal weg. Und dann kann ich den beiden schlecht gelaunten Zwergen mal Schlafzimmer geben. Nein. Ich will eigentlich nur das Innere. Gucken wir mal, wenn ich Multi mache. Ja, so habe ich einzelne Bedrooms. Denke ich mal. Kann ich das noch removen, den da? Ja, remove ich das mal. Bedroom Multi. So. Jetzt habe ich hier Bedrooms. Jetzt sollte ich die auch mal assignen. Also gucken wir mal kurz. Wer ist schlecht gelaunt? Der Boar und der Bone und Leather. Bone Leather. Und
Du gehörst jetzt dem Boer. So. Da haben die beiden schon mal feste Räume. Mal gucken, was sagen die Nachrichten. Okay, wir können gerade nichts mehr kochen. Ist okay. Winter is upon us, ist okay. Peahen und Chalk Bracelet, okay. Gucken wir mal kurz. Building? Nein. Ach ja, stimmt, das ist da drüben nur das Tutorial. Happiness and Stress, Survival. Meeting Area and Locations. Taverns. Okay, nee, das braucht man nicht. Ich bräuchte Happiness und Stress. Nein. Unnamed Bedroom. Gab es nicht irgendwie die Möglichkeit, irgendwem das zuzuordnen? Blissful after sleeping in a great bedroom. Achso, die suchen sich die Bedrooms, wenn sie leer stehen, einfach selber aus. Auch gut. Das heißt, ich mache noch mehr Bedrooms. Wieder Multi. So. So kriegen wir vielleicht ein bisschen Happiness hier hinein. So, dich muss ich immer noch mit der Brücke linken. Sag mir mal, wie viel Doors habe ich noch? Also, wenn ich es richtig verstehe, habe ich noch 24 ungenutzte Türen.
gucken wir mal kurz. Das finden wir ja schnell raus. Wenn ich hier 4 platziere, um unsere Schlafstätten von der Halle abzuschotten. Dann sollten wir jetzt noch 20 Türen haben und 31 in Benutzung, ja. 10 brauchen wir hier. Das heißt, ich kann weiter Türen platzieren mal. Ich bin zu weit unten. Ist die Frage, wie mache ich jetzt weiter? Also ja, eigentlich sollte ich hier jetzt einmal anfangen, unsere Baracken einzurichten. Und hier die Watchtower zu graben. Und ja, schweren Herzens mal wieder was zum Schlachten zu markieren. Dichter zum Beispiel, Puppies nicht, aber die Sau. Und ja, die oberen Hunde. Wobei, das waren unsere ersten. Die heben wir noch ein bisschen auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück hier mal. Weil wir brauchen das Fleisch. Zeig mir mal, was wir so an Seeds haben. Seeds. Also Pigtail 20, Dimple Cup 20, Sellerie, Plump Helmet, Cave Weed. Na gut, Plump Helmet bauen wir ja ständig an. Cave Beat, Fox
Tail. Ja, wir haben sehr viele Beeren. Ah ja, und es werden jetzt Hunde geschlachtet.